So, Freunde, es geht weiter und es wird richtig sportlich. Wie vorhin erwähnt, ein Italiener, der designt in Frankreich und hergestellt in China. Geil, oder? Dieses schöne Modellauto nennt sich Ferrari 308 GTB Gruppe 4 und der Hersteller ist Otto Modelle. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil einmal der Spiegel abgefallen ist. Der liegt hier. Dann löst sich hier die kleinen Scheinwerfer ab. Dann ist hier ein Produktionsfehler unterlaufen. Das ist der Aufkleber ist hier verrutscht. Und da war noch irgendwas. Ich glaube, da hat sich die Scheibe auch noch irgendwo gelöst. Irgendwie sowas. An sich echt, also der erste Eindruck ist geil. In dieser Lackierung, diesen Werbung und so und allem drum und dran, habe ich dieses Modellauto, also den Ferrari 308 noch nie gesehen. Und ich muss sagen, der ballert. Also der erste Eindruck ist geil. Richtig schön. Die Farbkombination geil gemacht. Die Felgen sehen ein bisschen aus wie Solido. Ja, ne? Man hätte es ein bisschen besser machen können. Vielleicht ein anderes Weiß oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber die Felgen sehen ein bisschen billig aus an dem Auto. Ja, seht ihr? Da löst sich schon der Zusatzscheinwerfer. Oh, ich sowas liebe. So, da fangen wir auch mal direkt an zu filetieren. Dieses Modellauto kostet neu um die 70 Euro bei Otto. Aber der ist inzwischen da ausverkauft. Das heißt, ihr müsst ihn umständlich über eBay oder anderen Händler kaufen. Da liegt der Preis sich zwischen 79 und 120 Euro. Wobei 120 Euro schon ein Spekulantenpreis ist. Ich persönlich würde maximal bis 89 Euro mitgehen, wenn einer den unbedingt haben will. Aber danach muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde es nicht tun. Aber ich kann ja nicht für euch alles reden. Also das heißt, wer jemand dafür 200 Euro, 100 Euro oder so zahlen möchte, ist das natürlich selbst überlassen. Aber schlechtes Gewissen muss man nicht haben, dieses Auto ist echt eine Schönheit. Und im Gegensatz zu vielen anderen Autos kann dieser hier richtig rollen. Ne? Die meisten Achsen sind ja immer zu festgeklebt mit Heißkleber und so, da geht gar nichts. Hier geht noch was, hier bewegt sich was. So, Spiegel ist ab. Scheinwerfer geht auch mal. Geil, ne? Der eine ging sofort ab, der andere gar nicht. Okay, die Zusatzscheinwerfer gehen auf jeden Fall auch ab. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin hier gerade ein bisschen überrascht, aus wie vielen Teilen so ein blöder Scheinwerfer besteht. Ich will doch den einfach nur ausbauen. Wer ahnt denn heraus, dass hier noch eine Kappe dran ist, ey? Aber cool, eine coole Idee, ne, mit den offenen Scheinwerfern. Das hat ja auch XO jetzt gemacht. Mit dem Toyota Celica. Ja, genau, hau ab. So. Schön, ne? Und hier löst sich der eine ab. Der löst sich auch schon. Aber schön, ne? Ich mag diese Zusatzscheinwerfer. Was kann man noch abmachen? Also diese typisch ablösenden Scheiben hat er komischerweise hier nicht. Obwohl hier, der ist schon ein bisschen locker. Oh Mann. Huh. Dann mache ich besser nicht mehr weiter. Das war mir so ein bisschen selbst schon ein bisschen heikel. So.
Schönes Modellauto auf jeden Fall, ne? Sehr schönes Modellauto. Mir gefällt der richtig gut. Ich bin eigentlich nicht der Ferrari-Mensch, ne? Aber mir gefällt dieses Auto sehr. Oh, schon fast zu schade, um ihn zu zerlegen. Schon schlechtes Gewissen. Schmutzfinger. So, denkt dran, nächstes Wochenende ist wieder Auktionswochenende, ne? Und es kommt wieder richtig viel geiles Zeug zur Versteigerung. Alles, was mit Modellautos und Autos zu tun hat, ne? Also freut euch, da ist echt was, da wird echt was geboten dieses Mal. Ich habe euch wieder cooles Zeug zusammengetragen, mein Gott. Der will nicht raus. Richtig cooles Zeug wieder zusammengetragen. Ich bin immer sehr wieder selber überrascht, wie ich das innerhalb eines Monats so viel cooles Zeug wieder zusammentragen kann. Ich dachte immer, boah, das kannst du jetzt nicht mehr toppen. Und dann auf einmal doch. Ich befürchte, es gerade. Oh, guck mal hier. Nummer 1167 von 1500. Für mich sind Modellautos über 200 Stück. Ganz ehrlich, keine Limitierung mehr. Limitiert es so wenig wie möglich. Und nicht hier 1000 Stück oder 2000 oder sowas. Das ist keine Limitierung. Zumindest ist es für mich nicht. Kommt ja schon alles auf einmal raus. Ey, boah, geile Sitze. Oh, lecko funny, Alter. Sind das mal geile Sitze. Guckt euch die Dinger mal an. Boah. Krass, das war echt gerade das Ego auf den ersten Blick, ne? Verdammt, ich würde die Sitze so in die Vitrine tun, ey. Weil die so geil aussehen. Feuerlöscher, Überrollkäfig, Gurte, alles dran, alles drauf. Boah, scheiße, das sah geil aus. Kennt ihr diesen Moment? Der Moment, wenn ihr irgendwas sieht und ihr denkt, boah, geil. Genau den hatte ich gerade. So, jetzt sehen wir eigentlich mal die Felgen von an. Findet ihr nicht, dass das aussieht wie Solido? Man hätte sich einen Ticken mehr Mühe geben können. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie, vielleicht hätte man noch hier so Bereifung draufschreiben können. Hier so Goodyear oder Firestone oder wie die alle heißen. Hätte man vielleicht noch machen müssen, um so ein bisschen hochwertiger aussehen zu lassen. Schönes Armaturenbrett. Auch in Rallye-Optik gemacht. Meistens kenne ich von den Modellautoherstellern, dass sie die Armaturenbrettern nicht wirklich in Rallye-Optik machen. Also ich muss sagen, einer der wenigen Rosinen-Modellautos, die ohne nennenswerte Probleme sich zerlegen gelassen haben. Gott sei Dank, ne? Und ich habe befürchtet, ich würde jetzt hier einen Fluchmarathon rausjagen, ey. So, das war's. Da ist dieser schöne Ferrari 308 GTB Gruppe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, Gruppe 4. Geschichte. Mein persönlicher Geschmack haben die voll getroffen. Mir gefällt dieses Auto von vorn bis hinten durch. Schöne Details, toll verarbeitet. Gut, der Aufkleber auf der Windschutzscheibe hat sich wahrscheinlich was damit zu tun, dass einer feuchte Finger hatte und deswegen den Decal verrutscht hat. Das tippe ich mal darauf. Und das Einzige, was ich hier leicht kritisieren würde, sind natürlich die Felgen.
Man hätte die definitiv besser machen können. Ja, sonst groß und ganz ein schönes Modellauto. Schöne Farbkombi. Mit Potenzial der ordentlichen Wertsteigerung. Aber ich denke mal, der wird sich irgendwo bei 100 Euro fangen und dann irgendwo mal plus minus 10, 20. Wisst ihr, wie das abläuft. So, im Großen und Ganzen ein gutes Modellauto. Kann man sich holen. Mal ist mal was anderes, ne? Ein Ferrari als Rallye-Auto. Wann hat man das mal, ne? Gibt's ganz wenig nur, komischerweise. Ja, und hier ging einer davon. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das letzte Video für diese heutige Schlachtnacht. Nächste Schlachtnacht ist wahrscheinlich vielleicht spontan in der Woche nochmal was. Aber ansonsten erst am nächsten Wochenende. Die laufende Woche wird natürlich nicht langweilig sein. Ich plane den nächsten Zerstörungsvideo. Dann die Schrottpresse hat wieder genug zu tun. Und ja, und Ankunft neuer Schrottautos natürlich. Ne? Das darf natürlich nicht fehlen. Nächste Woche kommt auch wieder viel. Und also lasst euch überraschen. Es wird nicht langweilig auf diesem Channel. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, liked und kommentiert und einfach mal ein Lob ausschreiben oder so, keine Ahnung, einfach alles, was ihr wollt. Ich bin für euch da. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao, meine Freunde.